Hey Leute, wir von Campus TV Marburg sind heute in der Cocktailbar Plan B unterwegs. Wir nehmen euch mal mit und schauen, was so geht. Ja, ich bin die Josie, ich arbeite seit 2 Jahren hier, seit einem guten halben Jahr als Geschäftsführerin hier im Plan B. Bin seit Jahr und Tag irgendwie in der Gastro, bin damals zum Studieren hier in Marburg, nach Marburg gekommen und dann im Endeffekt der Liebe und der Arbeit wegen hier geblieben. Und genau, dann hat sich das irgendwann so mit Anfang Corona, habe ich mich hier vorgestellt und habe hier auch so ein bisschen mein Zuhause gefunden und hier meine, fühle mich hier sehr wohl. Das Klima hier hat mir von Anfang an sehr gut gefallen. So, die Cocktailgeschichte ist halt auch was ich sehr schön finde. Bei Gastro kann auch sehr schnell eintönig werden und das wird hier tatsächlich eher selten, weil du immer deine eigenen Ideen mit einbringen kannst. Du immer, ach, ich hab die und die Cocktailidee, den mache ich mal, so, das probiere ich mal, und da irgendwo auch mit der Resonanz der Gäste arbeiten zu können, so, das ist halt sehr cool. Und das ist dann auch irgendwo, weiß ich nicht, gibt einem selber auch einiges zurück. Und das Schöne ist irgendwo, und das fand ich von Anfang an hier auch sehr angenehm, wenn ich hier hinter der Bar stehe, bin ich mehr oder weniger mein eigener Chef. Das ist sehr selbstbestimmt, wir haben hier sehr viel Freiheit in unseren Entscheidungen und wie gesagt auch absolut bedingungslosen Rückhalt von unserem Chef. Ja, und das ist irgendwo so das, was Arbeiten halt auch, finde ich, gerade in der Gastronomie wichtig macht. Wir haben so ein bisschen Best of Both Worlds. So. Mhm. Wir haben dieses gemütliche Biertrinken am Tresen, was bei uns super möglich ist. Aber man kann sich ja auch, weiß ich nicht, so ein bisschen dekadenter mit seinen Freundinnen mal auf einen Cocktail verabreden oder seinen Freunden. Und das ist halt irgendwo ganz geil. Wir haben die üblichen Kneipengeschichten natürlich auch gehabt. Hier wurden auch schon Leute über die Schulter geschmissen und auf die Straße getragen, weil sie es nicht mehr selbst herausgeschafft haben. Ich bin ja auch schon rausgeflogen. So. Und auch unser Chef ist schon rausgeflogen von uns. So. Aber das ist eben genau das, was ich meine. Wir können immer alle miteinander reden. So. Wir sind hier, versuchen hier möglichst immer so ein bisschen, sagen wir, eine gewisse Ebene zu wahren. Und da entstehen dann schon die eine oder andere skurrile oder witzige Situation. Und kann man euch irgendwie auf Social Media finden, unterstützen? Wir sind tatsächlich seit neuestem bei Instagram. Unter Plan B Marburg findet man uns da. Unsere Website ist nach wie vor da, falls jemand darüber sich unser Menü angucken möchte oder uns darüber finden möchte, sind das immer gute Kanäle. Wir haben auch eine Facebook-Seite. Das sind alles Sachen, wo gerade auch so aktuelle News am schnellsten zu finden sind.